aus Köln. Der Presseclub mit Sonja Mikic. Ja, willkommen, hallo. Ich will mal mit einer ganz klaren Ansage anfangen. Ein Zitat. Wir werden das letzte Quäntchen Fortschritt aus meiner verbleibenden Amtszeit herauspressen. Das versprach Barack Obama und machte klar, bevor er in rund anderthalb Jahren abtritt, wird es im Weißen Haus möglicherweise noch sehr dynamisch und spannend zugehen. Er will nämlich sein politisches Vermächtnis kraftvoll gestalten, obwohl die Republikaner im Senat und Repräsentantenhaus die Mehrheit haben und es ihm bestimmt nicht leicht machen werden. Barack Obama hatten viele schon als lame duck, als lahme Ente abgeschrieben. Und dann kam aber dieser Sommer. Der Countdown läuft, noch anderthalb Jahre Amtszeit. Präsident Obama gibt sich auf der Zielgeraden so kämpferisch wie lange nicht. Bei der Trauerfeier für die Opfer des Massakers von Charleston spricht er deutlich über Rassismus. Und er singt, reißt alle mit. Danach fährt er einen politischen Sieg nach dem anderen ein. Homosexuelle dürfen jetzt überall in den USA heiraten. Nach mehr als 50 Jahren Ende der Kuba-Blockade, Handshake mit Castro. Und Obama will jetzt gutes Klima. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um rund ein Drittel gesenkt werden. Wir haben nur dieses Zuhause, diesen einen Planeten. Es gibt keinen Plan B. There's no Plan B. Yes, he can, kommentieren Zeitungen anerkennend. Und das Atomabkommen mit dem Iran könnte sein nächster Coup werden. Obama will Amerika eine neue Richtung geben. Ja, ist das jetzt das Comeback des einzigen Hoffnungsträgers? Ist das das Comeback der Weltmacht USA? Was erwartet uns im Vorwahlkampf? Und was wird eigentlich bei den Republikanern passieren? Das will ich hier mit den Gästen jetzt ein bisschen herausfinden. Bei mir sind Eric Kirschbaum von der Nachrichtenagentur Reuters. Herzlich willkommen. Willkommen auch Christoph von Marschall vom Tagesspiegel. Ich grüße die jetzt freie Journalistin Ines Pohl. Sie wird demnächst in Washington dann für die Deutsche Welle berichten. Und schließlich Holger Schmale von der DuMont-Gruppe. Ich fange mit Ihnen an, Frau Pohl. Ich erinnere aber dabei belassen wir es dann auch ganz kurz noch mal an den allerersten Anfang. Nach George W. Bush kam Obama und wir hierzulande, aber auch in den USA, hatten das Gefühl, da tritt ein Messias auf. Und dann kam der politische Alltag und dieser Messias schien doch klein zu schrumpfen. Waren die Erwartungen überzogen oder hat er lange Zeit keinen guten Job gemacht? Beides, glaube ich. Also am Anfang, gerade auch von Deutschland aus, war die Sehnsucht wahnsinnig groß, dass nach den traurigen, schlimmen Bush-Jahren mit dem Irakkrieg und den anderen Kriegen endlich der Change, den Barack Obama ja auch in seinem Wahlkampf immer wieder beschworen hat, dann tatsächlich auch greift. Wir erinnern uns an seine Auftritte hier an der Siegessäule. Das war wirklich eine Heldenverehrung, wie Sie das sagten. Da schien man wirklich den Messias zu erwarten. Es war natürlich klar, dass das in der Realpolitik überhaupt nicht durchsetzbar war. Er hat, glaube ich, am Anfang schon Fehler gemacht, was sicher damit zusammenhängt, dass er als Außenseiter in das System gekommen ist. Er hat die Chance am Anfang, wo er ja noch Mehrheiten hatte, nicht genutzt, Guantanamo wirklich zu schließen. Er brauchte also eine gewisse Eingewöhnungsphase. Aber ich glaube, alles in allem, und das hat ja jetzt der Einspieler auch ganz gut belegt, hat er viel doch von Anfang an auch vorbereitet, was eben Zeit brauchte und wo er jetzt aber auch ernten kann. Herr Schmale, stimmen Sie dem zu? Charisma, ja, aber er lieferte lange nicht? Naja, es ist, glaube ich, schon völlig richtig, wie Ines Pohl das beschrieben hat. Man muss auch bedenken, dass es in den USA fast, glaube ich, ein Jahr etwa dauert, ehe eine neue Regierung nach so einer langen, andersfarbigen Regierung, wie das bei Bush ja der Fall war, ehe so eine neue Regierung tatsächlich überhaupt ans Arbeiten und ans Regieren kommt. Das heißt, das erste Jahr ist dann schon mal weg und dann war nur noch ein Jahr mit den Mehrheiten im Kongress und dann waren die auch weg. Also das war ein Stolperstart natürlich für Obama, völlig klar. Und es ist eben tatsächlich so, dass, glaube ich, gerade fortschrittliche Regierungen immer das Problem haben, weil sie natürlich im politischen System Kompromisse machen müssen.
dass fortschrittliche Regierungen dann immer nicht so gut aussehen, weil sie hehre und hohe Ziele haben, die sich dann aber im politischen Alltag schwer durchsetzen lassen. Und darunter hat Obama in der ersten Phase und ja eigentlich ziemlich lange gelitten. Herr Kirschbaum, Obama war ja eigentlich bis vor kurzem in den Umfragen ganz unten. Es gab sogar eine Phase, da war noch unbeliebter als George W. Bush, wenn man sich das vorstellen kann überhaupt, ne? Und jetzt auf einmal diese Renaissance oder Wiederauferstehung oder wie auch immer ich das bezeichnen soll. Ist das Symbolpolitik, die dann auch in den Medien ihren Niederschlag hat und dann auf die Leute einen Einfluss hat? Oder ist es auch die wirtschaftliche Situation, dass sich Amerikaner jetzt eigentlich ganz wohlfühlen in dieser Präsidentschaft? Ja, ein bisschen von allem. Wir wissen, die Medien übertreiben manchmal zu hochgejubelt, manchmal zu tief, zu negativ. Aber ein Tiefpunkt für Obama war tatsächlich im Herbst, als der Kongress ganz in den Republikaner ging. Da konnte er gar nichts mehr mit dieser Opposition tun. Und er hat es eingesehen, da muss ich mit Verordnungen probieren, statt mit Gesetzen. Weil durch diesen Kongress, dieser ganz hostile Kongress, der gar nichts zustimmen wollte, was er will, mit Klima und so weiter. Er hat es einfach dann gemacht mit Verordnungen. Und er probiert jetzt in seinen letzten zwei Jahren sein Vermächtnis ein bisschen aufzubauen, die Dinge voranzutreiben, die er vorantreiben wollte. Und das kommt bei den Leuten an. Natürlich hilft ihm, dass die Wirtschaft wächst und wächst und wächst. Seit 60 Monaten mehr Jobs jeden Monat. Ich glaube, Obama wird in die Geschichte eingehen als ein Präsident, der eigentlich viel mehr bewegt hat, als die Leute merken, während er in einem Amt ist. Der Dow Jones hat sich ja auch, glaube ich, in seiner Amtszeit verdoppelt, die 2008er-Krise ganz gut überwunden. Wie hat er das gemacht, Herr von Marschall? Ja, vor allem hat Barack Obama ein Land übernommen, das wirtschaftlich ganz unten war, direkt nach der Finanzkrise, in also der Finanzkrise. Ja, er hätte natürlich auch noch mehr Fehler machen können, auch wirtschaftspolitische Fehler. Ich glaube, dass er das nicht so schlecht gemacht hat. Man sieht das vor allem, wenn man es vergleicht mit anderen Staaten, wie die durch die Finanzkrise gekommen sind. Gerade Europa hat ja bis heute nicht die Wachstumsraten erreicht, die Amerika schon die letzten Jahre hat. Aber ich wollte auch noch ein ganz bisschen was zu der vorherigen Debatte sagen, wie Obama eigentlich angefangen hat. Ich habe das in Amerika ganz anders erlebt. Das war keiner, der nur geredet und nichts gemacht hat. Er hat eigentlich alles, was von ihm in den Geschichtsbüchern bleiben wird, in den ersten anderthalb Jahren gemacht, als er noch eine Mehrheit hatte. Die Gesundheitsreform, die Finanzmarktreform, der Abrüstungsvertrag mit Russland, das neue Verhältnis zu Homosexuellen im Militär, zwei neue Verfassungsrichterinnen. Das alles ist 2009, 2010 passiert. Was er machen konnte, hat er in den ersten zwei Jahren gemacht. Dann haben die Republikaner die Mehrheit übernommen. Dann hatten wir vier Jahre, in denen die Republikaner ihn blockiert haben. Und wir haben natürlich diesen Blick auf diese Zeit, weil wir die jüngere Vergangenheit im Blick haben und nicht die erste, denken wir an, ach Gott, der hat ja gar nichts gemacht. Stimmt, für die letzten drei Jahre hat er wenig erreicht. Und jetzt, wo er gar keine Chance mehr hat, parlamentarische Mehrheiten zu bekommen, wie Erik Kirschbaum das sagte, jetzt versucht er, mit Dekreten zu regieren. Aber von den Beispielen im Einspieler ist das vor allem die Klimapolitik. Die anderen Dinge, Iran, Irak, Kuba, das sind ja Dinge, die einer langen Vorbereitung bedurften, wo ihm jetzt die Früchte in den Schoß fallen. Und die Homo-Ehe, das hat ja nicht der Präsident entschieden. Das Verfassungsgericht hat es jetzt entschieden. Also es ist eine Mischung aus Zufällen, dass Barack Obama jetzt auf einmal so durchsetzungsfähig erscheint. Aber er war es vor allem in den ersten beiden Jahren. Ich würde gerne einen Aspekt aufgreifen, wenn ich darf. Ich finde es ganz wichtig, was Herr von Marschall sagt, dass wir aus deutscher, aus europäischer Sicht oft sehr kurzfristig nur bewerten und an sozusagen unseren Interessen auch die politischen Umsetzungen einordnen. Das ist natürlich Quatsch. Wir müssen natürlich auch gucken, dass der US-amerikanische Präsident natürlich in allererster Linie auch innenpolitisch relevante Dinge vorantreiben muss. Und es ist schon richtig, die Punkte, die Sie aufgeführt haben, Herr von Marschall. Aber ich denke doch, dass die Tatsache, dass es ihm nicht gelungen ist, Guantanamo zu schließen, weil er vor allen Dingen auch in seiner eigenen Partei, also innerhalb der Demokraten eben die Mehrheiten nicht organisieren konnte, ist natürlich, wenn wir jetzt auf die globale Perspektive gucken, nach wie vor ein unglaublicher im Fleisch. Aber das wurmt ihm jetzt und er probiert das jetzt zu halbieren. Er hat noch die 16 Länder. Monate McCain, genau. Vielleicht unterstützt ihn oder nicht. Aber trotzdem noch mal zur Anfangsphase zurück. Das muss man, glaube ich, das darf man nicht vergessen. Bei allem, was er rechtzeitig angeschoben hat, das ist ein unglaubliches Versagen, was noch lange nachhalt. Und worunter wir jetzt auch in dem ganzen Syrien-Konflikt natürlich weiterhin auch mit zu tun haben. Aber ist nicht an ihm gescheitert, sondern an seiner Partei. Ja, klar. Nicht? Aber die das hat meine das ich nicht ja. mitgetragen. Es ist ihm nicht gelungen, in die Partei reinzuwirken. Guantanamo ist natürlich auch ein Bild, was wir alle vor Augen haben. Und Sie wollten gerade anheben, das ein bisschen zu vertiefen, was er jetzt macht, weil er jetzt per Dekret dann doch Dinge ändern kann.
mit Guantanamo. Probiert er jetzt die Zahl zu halbieren. Er will 80 jetzt rauslassen. Das wird verteilt an andere Länder. Deutschland war übrigens ein Land, das vorher, nee, wir wollen keine. Die Deutschen sagen, er soll das zumachen, aber die wollten keine hier reinlassen. Aber Obama, trotz dieser Widerstände überall, macht er das. Das ist natürlich ein großes Versprechen, was er gemacht hat. Er wollte das zumachen. Ich glaube, das nervt ihn auch. Das ist nur ein Dorn in sein Auge, das wurmt ihn, das wird ihn bis zum Ende zum Einsatz. Aber er probiert jetzt in den letzten 2 Jahren, das so weit wie möglich runterzufahren und zuzumachen. Das ist auch sein Ziel. Wir haben gerade gehört von der Gesundheitsreform und das klingt manchmal hierzulande so ein bisschen, na ja, gut, okay. Millionen Menschen kriegen jetzt endlich eine Versicherungspolice, aber in Amerika war das geradezu revolutionär. Herr Schmale, wenn er abtritt, ist diese Reform die größte Leistung möglicherweise seiner Amtszeit? Ist diese Reform rückholbar? Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, es ist eine historische Leistung, vollkommen klar. Es verändert die USA und vor allem das Leben von Millionen von Menschen in den USA. Ich glaube, 16 Millionen arme Amerikaner müssen jetzt nicht Angst haben, wenn sie Krebs haben oder einen Beinbruch, dass sie ganz viel verlieren. Wie es dann im Einzelnen aussieht, was die Versicherung denn wirklich tragen kann und so, das kennen wir auch aus Deutschland, diese Debatten. Aber wohl, das ist ein wirklich historischer Einschnitt und der wird auf immer und ewig, glaube ich, mit dem Namen Barack Obama verbunden sein. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine republikanische Mehrheit, ein republikanischer Präsident tatsächlich es schaffen könnte oder auch nur wollte, das zurückzudrehen, weil inzwischen die öffentliche Meinung auch in den USA sich einfach gewandelt hat und man erkennt, welchen Wert das hat und welche Grundversorgung das ja letztlich ist. Es ist ja kein Luxus, es ist ja wirklich Grundversorgung. Und das wird auf immer mit dem Namen von Barack Obama verbunden sein. Ich würde gerne noch mal sagen, was uns, glaube ich, im Moment und nicht nur uns fasziniert an Barack Obama, ist, dass er auf gewisse Weise zu den Themen zurückkehrt, mit denen er angefangen hat. Das Klima ist ja auch so ein Beispiel. Da hat er ja früh auch schon eine grüne Politik eigentlich angekündigt. Ich glaube aber auch, was einen fasziniert, ist die Haltung, die er jetzt wieder zeigt. Wir haben kurz diesen Einspieler aus Charleston gesehen. Das ist diese Haltung, die so eindrucksvoll ist, wenn er auftritt. Und es gibt eben, ich glaube, in den USA keinen anderen Politiker, der sowohl intellektuell als auch von seiner moralisch-politischen Haltung dem gleichkommt. Und das ist etwas, was er jetzt wieder voll ausspielt und was viele Menschen so fasziniert. Wir haben sowohl in der Tagesschau das auch gehört. Vor einem Jahr gab es diese tödlichen Schüsse in Ferguson. Und ein Afroamerikaner starb dabei und danach eine ganze Kette. Und diese Kette hat eigentlich belegt, dass es auch so etwas wie den institutionellen Rassismus gibt. Auf jeden Fall aber rassistische Menschen bei der Polizei. Und das ist jetzt plötzlich auch sein Thema geworden. Herr Kirschbaum, als er Amazing Grace gesungen hat, das war ein Gänsehautaugenblick. Ich glaube, nicht nur für Deutsche, sondern auch für viele Amerikaner. Hat ihm auch Sympathien eingeholt. Es war aber auch ein authentischer Augenblick. Ja, klar. Ich denke, wir haben das gespürt. Jeder hat auch Gänsehaut bekommen. Der hat wirklich den Nerv getroffen. Statt zu lamentieren, dass es mehr Tote gab durch Schusswaffen. Schusswaffen ist auch eine Sache, wo er gescheitert ist. Er Absolut. Gibt zu, dass er findet das schade, dass er nicht weitergekommen ist. Aber das war ein Moment, wo er wirklich auch seine Gegner irgendwie wahrscheinlich was zum Nachdenken gegeben hat. Der positive, was für ein schönes Leben diese Leute geführt haben. Aber klar, das war ein Moment, was nicht vergessen ist. Aber mit dieser Obamacare, wenn ich jetzt kurz zurück sagen will, Sie haben recht, das ist eine ganz, ganz große Sache, seine Vermächtnis. Das ist in Amerika, man kann es nicht übertreiben, wie viel das Amerika geändert hat. Es gab 50, 60 Millionen Leute in Amerika ohne Krankenversicherung, eine Bevölkerung wie Deutschland ohne Krankenversicherung. Clinton ist gescheitert, Hillary Clinton ist gescheitert. Er hat das durchgesetzt. Die Republikaner sind immer noch dagegen. Sie haben recht, 15 Millionen haben jetzt Krankenkassen in den USA, Millionen immer noch nicht, die illegalen Einwanderer. Aber die Republikaner werden nicht locker lassen damit. Das ist wie der Teufel für die Republikaner. Das ist ein rotes Tuch. Ich kann mir gut vorstellen, falls die Republikaner wieder das Weiße Haus gewinnen, die werden das kippen, die werden das nicht mehr wahrhaben wollen. Weil die haben seit Jahren Kampagne gegen Obamacare gemacht. Das ist so ein rotes Tuch. Das wird lange, lange ein Thema für die Republikaner bleiben. Ja, es wird aber nicht kippen. Einfach aus den, so wie der Parlamentarismus in Amerika angelegt ist, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Es ist jetzt das Gesetz des Landes. Und um es zu verändern,
dann muss nicht nur ein republikanischer Präsident das wollen, sondern er braucht auch die Mehrheit im Senat und in dem Abgeordnetenhaus. Und die Mehrheit im Senat muss eine 60-Stimmen-Mehrheit sein. Ja. Und die wird er nicht bekommen. Deswegen wird dieses Gesetz nicht rückgängig gemacht. Das glaube ich nicht. Ja. Aber es zeigt zugleich eben die große Diskrepanz zwischen dem, was jemand anstrebt und was er dann tatsächlich macht in der Praxis, auch mit den ganzen Fehlern, nicht? Damals, als Obama das eingeführt hat, hat man von 47 Millionen Unversicherten im System gesprochen. 15% der amerikanischen Bevölkerung. Und das Ziel war, mindestens 30 Millionen hineinzubekommen. Und dann sind sehr viele administrative Fehler gemacht worden. Die Republikaner haben es natürlich auch behindert und Gerichtsverfahren und sonst was. Es sind bis heute ungefähr nicht ganz 15, es sind etwa 12 Millionen von denen haben heute zusätzlich eine Krankenversicherung. Deswegen auch, weil es Fehler mit den Computerprogrammen gab. Und das zeigt eben, der Präsident in Amerika ist ja nicht sozusagen eine One-Man-Show, der machen kann, was er will. Das ist ja keine Diktatur. Er kann nur die Dinge machen, für die er entweder eine Parlamentsmehrheit hat, die hat er nicht mehr, oder er kann mit Dekreten regieren, was er jetzt macht. Aber was man mit Dekreten regeln kann, das ist eben sehr stark begrenzt. Das sind verwaltungstechnische Dinge. Die will ich gar nicht unterspielen. Die sind wichtig. Er setzt damit ja auch den Ton in dieser ganzen Frage der neuen Klimavorschriften, also Emissionsgrenzen für die schmutzigen Kraftwerke. Das werden die Republikaner vor Gericht bekämpfen. Das Wichtigste ist, dass er ein Thema setzt, an dem die Wahlkämpfende nicht mehr vorbeikommen. Das ist das eigentlich Entscheidende, dass Barack Obama nochmal die Klimapolitik in die Mitte der parteipolitischen Auseinandersetzung führt mit diesem Dekret. Ich möchte noch mal einen ganz kurzen Augenblick bei der Person Obama bleiben. Als er angetreten ist, schien er mir zumindest fast blockiert zu sein, über Rassismus, über Hautfarbe besonders viel zu sprechen. Er hat es so ein bisschen ausgeklammert. Ja? Mit Amazing Grace, also mit diesem Auftritt, schien mir deswegen meine Frage dann auch, war das authentisch, fast wieder mit sich selber im Reinen zu sein, zu sich zu finden, um es mal ein bisschen psychologisch auszudrücken. Würden Sie sagen, dass Barack Obama jetzt in der restlichen Amtszeit relativ furchtlos und angstfrei die Ziele verfolgen wird, mit denen er mal gestartet ist? Ja, auf jeden Fall. Er wollte nicht ein schwarzer Präsident sein, er wollte Präsident von den Vereinigten Staaten sein. Und deswegen, Sie haben recht, am Anfang wollte er nicht nur schwarze Themen ansprechen. Einmal hat er was gegen einen Polizist was gesagt und das Echo war sehr negativ ganz am Anfang. Und er hat zurückgehalten bis Amazing Grace. Aber wir haben auch einen Locker Obama gesehen in Kenia, wo er getanzt hat. Der tut Dinge, die Präsidenten normalerweise nicht tun. Ich habe auch das Gefühl, dass er sehr locker, entspannt und macht, was er jetzt machen will. Und das Kongress ist so ein lästiges Problem und er wird jetzt nicht mehr darüber stolpern. Er wird sein Ding durchziehen die letzten 18 Monate. Wir haben auch viel über die USA nachgedacht im Zusammenhang mit TTIP, mit den Freihandelsabkommen. Wird er da auch noch mal Gas geben? Wird das ein Projekt sein bis zum Ende seiner Amtszeit? Das scheint er offensichtlich im Moment keinen Schwerpunkt drauf zu setzen. Also ich glaube, da hat Herr von Marschall, glaube ich, auch schon recht. Er guckt jetzt schon natürlich auch strategisch, welche Themen er so setzen kann, dass sie natürlich auch den Demokraten im Wahlkampf, sprich auch Hillary Clinton, die ja die mutmaßliche Kandidatin sein wird, helfen wird. Und da werden natürlich die Themen wie Klima, Geschlechtergerechtigkeit, die Frage Homosexuelle, auch wenn da jetzt viel passiert ist, natürlich trotzdem bleibt es eine gesellschaftlich relevante Frage nach der Gleichstellung. Natürlich ganz klar der Rassismus, wir haben es jetzt gehört, wieder heute am Jahrestag ist wieder ein Schwarzer in Arlington erschossen worden. Also es ist natürlich überhaupt nicht befriedet, Sie haben das angesprochen, es ist ihm nicht gelungen, die Waffenlobby einzudämmen, die Schusswaffengesetze zu verändern. Das ist meiner Einschätzung nach ein genauso großes Versagen, wie dass es ihm nicht gelungen ist, Guantanamo zu schließen. Da ist natürlich ganz viel Übel drin begründet, dass jeder sich Waffen kaufen kann, so wie er lustig ist. Aber er wird jetzt die Themen setzen, wo er, glaube ich, denkt, auch seiner Nachfolgerin helfen zu können, seiner potenziellen, aber natürlich auch die Themen, die ihm am Herzen liegen. Und bei TTIP habe ich das nicht so wahrgenommen, dass es eines seiner Herzensthemen ist. Ja, aber es zeigt eben sehr gut, beide Beispiele, TTIP wie Guantanamo, zeigen sehr gut seine Spielräume und was er tut und wo er sich durchsetzt. Bei TTIP ist es ja interessant, dass er sich erst nach der letzten Zwischenwahl völlig von den Fesseln seiner Partei befreit hat. Denn die Demokraten, vor allem mit dem Gewerkschaftsflügel, die haben ja sozusagen die Skepsis und die wollten gerne
größere Garantien haben, damit sie dem Präsidenten die sogenannte Fast-Track-Authority geben. Das bedeutet, dass er alleine ohne Zustimmung des Kongresses die Handelsverträge aushandeln darf. Und da hat er dann zusammen mit den Republikanern gegen seine Partei, hat er sich die Mehrheiten besorgt, damit er den Handelsvertrag nicht nur mit Europa, sondern mit Asien durchsetzen kann. Da sehen wir die Rücksichtslosigkeit, was, oder die Befreiung von Zwängen. Und bei Guantanamo, da ist es ja nicht so, dass am Anfang hat er was versucht, dann hat es nicht geklappt, dann hat er gar nichts getan, sondern Barack Obama hat Guantanamo mit 240 Gefangenen von Bush übernommen. Heute sind dort noch etwas über 100. Das heißt, er hat mehr als die Hälfte, hat er durch administrative Maßnahmen in diesen 6 Jahren bereits beseitigt. Auch Guantanamo ist ein völlig anderes Lager, als er es übernommen hat. Ich war 2-mal dort. Bei Bush war das ein terroristenverdächtigen Verwahrlager. Barack Obama hat dort Gerichtssäle eingeführt, hat die Voraussetzung dafür geschafft, dass man gegen die Leute überhaupt Gerichtsverfahren machen kann, mit Dolmetschern, mit Presse. Ich will das nicht schönreden. Ich will Guantanamo überhaupt nicht schönreden, aber ich möchte sagen, es stimmt einfach nicht, dieses Bild. Er hat da gar nichts getan, hat ihn nicht interessiert, auf einmal entdeckt das wieder, sondern ohne Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist sehr, sehr viel über die Jahre passiert, aber natürlich nur in dem Rahmen, den der Präsident alleine regeln kann, wenn seine eigene Partei ihn dabei nicht unterstützt. Bleiben wir bei den Projekten. Alle haben es schon mal angesprochen, das Klima, also sein Klimaschutzpaket, was er jetzt auch versucht, per Dekret dann eben durchzusetzen. Es ist ein ganzes Bündel, nicht so einfach, weil die einzelnen Bundesstaaten da zustimmen müssen. Die können nicht nur von Washington aus sagen, so läuft das jetzt. Herr Schmale, er wird sich mit einer sehr mächtigen Lobby anlegen müssen, mit der Kohlelobby. Mhm. Wie viel Erfolgsaussichten hat das und mit welchen Ideen wird er nach Paris kommen, wo ja Ende des Jahres die ganz große globale Klimakonferenz sein wird? Ich glaube, was jetzt den administrativen politischen Erfolg, das Durchsetzen von tatsächlichen Maßnahmen und so angeht, da wird er in seiner Amtszeit nicht mehr wahnsinnig viel erreichen können. Leitplanken bestenfalls. So etwas. Und was Christopher Marshall, finde ich, völlig zu Recht sagt, das Entscheidende ist, dass er dieses Thema gesetzt hat. Das ist sein entscheidendes Verdienst in diesem Punkt. Und das ist dann so ähnlich wie mit der Gesundheitsversicherung, dass das ein Thema ist, wo ich glaube, dass er die gesellschaftliche Debatte in den USA vorangetrieben hat, hinter die man, ich glaube, nicht mehr zurück kann. Das heißt, auch wenn ein republikanischer Präsident gewählt werden würde, hätte er diese Klimaagenda auch auf dem Tisch. Und das ist dann schon mal wieder eine andere Frage, ob er dahinter zurück könnte. Das ist die eine Seite. Und wenn zum Beispiel Hillary Clinton gewählt würde, ebnet er ihr jetzt halt schon den Weg in diese Richtung. Insofern ist das ein wichtiges Verdienst, völlig unabhängig davon, was jetzt konkret in diesen anderthalb Jahren noch umgesetzt wird. Ich finde, in dem Punkt sieht man aber auch wirklich, dass er wahnsinnig viel gelernt hat, Politik zu machen. Ja. Also wenn man sich jetzt noch mal vergegenwärtigt, wie er das kommuniziert hat, wie er natürlich die Tatsache, die globale Situation, die Bedrohung in den verschiedenen erdölfördernden Ländern, die Tatsache, dass die USA selber jetzt durch Fracking eigene Energiequellen erschließen, dass erneuerbare Energiequellen noch nie so preiswert waren wie jetzt, wie er das alles zusammengefügt hat und dann aber unglaublich emotional, sehr amerikanisch eben, das hat der Einspieler ja auch nochmal gezeigt, aufgeführt hat, dass es nur diesen einen Planeten gibt. Also das fand ich einfach so politisch ganz, ganz großartig, wie er die Gunst der Stunde nutzt, um dieses Thema zu setzen. Aber das ist nicht neu bei Obama. Vor 6 Jahren war er auch sehr stark für Klimaschutz. Aber die Republikaner, das darf man nicht vergessen, das ist eine Partei, wo die glauben, Klimawandel findet nicht statt. 98% der Wissenschaftler der Welt denken, Klimawandel ist eine Tatsache. Die Republikaner glauben das nicht. Das ist der Opposition, dagegen er arbeiten muss. Und seine frühere Versuche sind im Kongress gescheitert. Aber jetzt geht er schon voran. Das ist auch ein wichtiges Teil seines Reichs. Es ist nicht nur Politik. Ich glaube schon, dass er glaubt sehr daran, es gibt nur einen Planet. Mhm. Und wir müssen die Dinge tun. Und die USA, der größte CO2-Ausstoß der Welt, neben China, wenn die USA das nicht macht, wer macht das dann? Und, aber auch bei der Klimapolitik ist er an seiner eigenen Partei gescheitert, damals im Juni 2009. Mhm. Denn es gibt eben auch, es gibt auch demokratische Abgeordnete aus Kohlestaaten, nicht? Aus Pennsylvania und so weiter. Und damals war ja die Klimakonferenz in Kopenhagen und in Europa waren wir damals sehr, sehr zuversichtlich. Viele waren hier zuversichtlich, dass mit diesem neuen amerikanischen Präsidenten Barack Obama damals, der das zu seinem Anliegen machte,
man also etwas bewegen können würde. Und wer damals in Washington lebt, und ich habe das dort miterlebt, sie konnten sehen, dass das nicht ins Parlament kommen wird. Ja. Nicht? Der Senat hat es noch beschlossen mit der demokratischen Mehrheit. Aber bereits im Abgeordnetenhaus hat Barack Obama, die haben das nicht mal zur Debatte angenommen, weil ihnen die Demokraten in den Rücken gefallen sind. Und deswegen hat es eine gewisse Logik, dass er das jetzt mit Dekreten machen muss, weil es nach wie vor keine klaren Mehrheiten gibt. Aber es hat sich natürlich die ganze energiepolitische Landschaft völlig verändert. Das hat er sehr gut genutzt. Und auch Amerika ist zu einem Land der erneuerbaren Energien geworden, nicht im selben Maße wie Deutschland. Also in diesen letzten 8 Jahren ist in Deutschland der Anteil erneuerbarer Energien von 8 auf über 20% gestiegen, in Amerika von 5 auf 16% und halt mit weniger finanziell unterstützenden Maßnahmen. Aber es ist nicht so, dass in Amerika in der Energiepolitik Stillstand geherrscht hätte, sondern da hat sich viel bewegt. Aber ich meine, Thema Fracking ist natürlich ein extrem umweltschädliches und gefährliches System der Energiegewinnung. Also ich meine, die Geschichten kennen wir auch. Also wie diese Landschaften aussehen, wenn dort dieser Abbau getrieben worden ist. Ich meine, das ist halt auch Obama. Ne? Das ist die Kehrseite. Mhm. Wir waren jetzt sehr lange in der Innenpolitik, auch in der Wirtschafts- und Energiepolitik. Kommen wir jetzt zur Außenpolitik. Dieser Vorstoß Obamas, Klimapolitik zu machen, kann man sagen, das signalisiert an die Welt, hey, wir sind jetzt wieder international auf der Bühne, nachdem wir in anderen Bereichen, Syrien, Afghanistan, eigentlich nicht geliefert haben, um es jetzt mal zugespitzt auszudrücken, Herr Kirschbaum. Ja, mit Iran, mit diesem Iran-Kommen ist es ganz wichtig für Obama, dass das durchkommt. Er hat wieder im Kongress viele Gegner, auch in seiner eigenen Partei. Das ist wieder so typisch. Obama hat Widerstand überall, wo er guckt. Aber der lässt nicht locker. Und er hat Deutschland, andere Länder ins Boot geholt. Und er hat was viele behaupten, ein sehr gutes Ergebnis erzielt, dass für lange Zeit Frieden und ein besseres Leben für viele Leute in Iran und in anderen Ländern bringen kann. Und das wird spannend im September, ob der Kongress diese Zweidrittelmehrheit organisiert, um das zu stoppen. Ich will mal, nur damit die Zuschauer sich auch vielleicht daran erinnern, wie er eigentlich diesen Iran-Vorstoß kommentiert hat. Dazu haben wir nämlich ein Zitat. So let's not mince words. The nicht drum herum reden. Es ist eine Entscheidung zwischen Diplomatie oder einer Form von Krieg. Vielleicht nicht maybe morgen oder in 3 Monaten. Aber bald. Not 3 months from now, but soon. Hat er recht? Ist das tatsächlich so brandgefährlich, dieses Problem nicht zu lösen? Oder wird sich das noch als riesiger Fehler erweisen? Das kann beides sein, aber er hat eine aus meiner Sicht völlig richtige und rationale Entscheidung getroffen. Denn jahrelange Boykottpolitik hat Iran jedenfalls nicht davon abgehalten, die Atomwaffen weiterzuentwickeln. Und es einfach so weiterlaufen zu lassen, wenn gleichzeitig die Aussage stimmt, dass Amerika und Israel niemals zulassen werden, dass der Iran eine Atomwaffe hat. Und wenn man es dann nicht mehr mit diplomatischen, sondern nur mit militärischen Mitteln verhindern kann, dann hätte das irgendwann Krieg bedeutet. In der Tat. Und dieses Abkommen, das er jetzt geschlossen hat, das ist natürlich keine Garantie, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt, dass er nicht wieder mogelt, wie er das ja oft gemacht hat in den letzten Jahren. Aber es ist die rationale Politik. Wenn die alte Politik zu nichts geführt hat, dann muss man eine andere Politik verfolgen, auch wenn sie mit Risiken und keinen hundertprozentigen Garantien verbunden ist. Und das hat er klug gemacht und im Einklang mit Europa. Ich meine, im Wesentlichen haben die Europäer sind ja die Ersten gewesen. Es waren Deutschland, England und Frankreich, die diese Kontakte 2003 begonnen haben, noch unter Bush. Bush hat das auch nicht verhindert. Auch Bush hat zwar gegen Iran gewettert, aber die Europäer machen lassen nicht. Und Obama ist auf diesen Zug aufgesprungen. Und gegen israelische Widerstände, das hat ihn ja auch innenpolitisch sehr, sehr viel gekostet, auf die Verständigungsseite mit dem Iran zu gehen und damit alle Israel-treuen, konservativen oder auch progressiven Wähler vor den Kopf zu stoßen. Insofern, da steckt Mut dahinter. Aber das Kalkül wird auch aufgehen, denn ich schätze das ähnlich ein wie Eric Kirschbaum. Er wird natürlich im Kongress damit in Widerstände laufen, aber der Kongress wird nicht die Stimmen haben, um das präsidentielle Veto zu überstimmen. Und das heißt, erstmal wird dieser Iran-Vertrag, Aufhebung der Sanktionen gegen die iranische Verpflichtung, sich
da kontrollieren zu lassen und keine Atomwaffen zu entwickeln. Diese diplomatische Lösung wird erstmal Bestand haben. Und trotzdem sehen wir auch wieder, dass der US-amerikanische Präsident eben kein Diktator ist. Der wirklich ein wichtiger jüdischer Senator, Chuck Schumer, hat schon angekündigt, dass er dagegen stimmen will. Ein Demokrat, wieder ein Gegner in den eigenen Reihen. Das zeigt, also ich glaube, das sehen wir jetzt schon während der ganzen Diskussion immer, dass Obama natürlich ganz viele Erwartungen geweckt hat, damit natürlich auch Wahlkampf gemacht hat. Wir ihn als Deutsche deswegen vielleicht auch so verehrt haben. Aber er ist natürlich limitiert in seiner Handlungsfähigkeit. Und das sieht man in der Außenpolitik schon. Es ist richtig, das Iran-Abkommen wird jetzt ja wahrscheinlich zunächst dafür sorgen, dass die Sanktionen glücklicherweise zurückgenommen werden. Aber ob das dann wirklich mittel- und langfristig Bestand hat, das, finde ich, steht noch völlig in den Sternen. Und nicht nur wegen der Republikaner, sondern eben auch wegen der Demokraten selbst. Was so spannend ist mit Obama und diesem diplomatischen Versuch, mit Iran was zu tun, das ist eine Gratwanderung. Viele Amerikaner, auch Republikaner, falken glauben, mit militärischen Mitteln lösen wir Probleme. Und Obama will was anderes probieren, wie Sie gesagt haben. Er will Diplomatie probieren, was die Deutschen, was die Europäer immer dafür plädieren. Und das ist schon eine interessante Gratwanderung. Obama will mit seinem Dekret, mit seinen Verordnungen probieren, ein Abkommen mit Iran durchzubekommen, das mit Diplomatie begründet ist. Und interessanterweise vielleicht sogar aus der Position der Stärke heraus. Das wird ja häufig, wird ja Diplomatie als Reflex der Schwäche gelesen in den USA. Und jetzt scheint er sich so stark zu fühlen, dass er es machen kann, Herr Schmale. Ja, das stimmt. Aber ich meine, gerade dieses Thema Iran lenkt den Blick natürlich auch auf ein nahegelegenes Problem, nämlich das eigentliche Nahostproblem, der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern, wo Obama natürlich grandios gescheitert ist, wie seine Vorgänger auch. Aber er ist da ja sehr engagiert herangegangen. John Kerry hat, ich weiß nicht, wie viele Wochen und Monate da zugebracht. Und das Ergebnis ist einfach gleich null. Oder man kann sogar sagen, die Situation hat sich noch verschlechtert in den letzten Jahren. Insofern ist das schon interessant, dass er daraus jetzt nicht den Schluss zieht und sagt, das bringt alles nichts, also wir konzentrieren uns dann doch wieder auf unsere heimatlichen Probleme, sondern dass er international weiter aktiv ist. Und natürlich ist das Iran-Problem ein Teil des Nahostproblems. Insofern hat er da sozusagen einen kleinen Umweg genommen. Also das sind, ja, so ist das nun mal, ein Präsident. Das ist ja auch eine Lehre, man eben in der Außenpolitik erreichen kann und was man nicht schaffen kann. Absolut. Das ist eben nicht immer davon abhängig, was ein Land, und sei es noch so mächtig wie die USA, will, sondern es funktioniert nur, wenn man Partner hat. Das Iran-Abkommen hat nicht funktioniert, solange Ahmadinejad, also ein Israel-Hasser und jemand, der den Westen provozierte, war. Also auch ein Obama ist, wenn er gerne Verständigungspolitik mit dem Iran machen will, darauf angewiesen, dass dort erstmal ein neuer Präsident gewählt wurde, Rouhani, der auf dieses Angebot eingeht. Im Nahen Osten haben wir halt weder auf der israelischen Seite mit dem jetzigen Ministerpräsidenten noch auf der palästinensischen Seite wirklich handlungsfähige Politiker, die diesen historischen Kompromiss schließen können. Und in Kuba, das ist ja die andere Seite wieder, auch ein sehr langwieriger, mit Sanktionen belegter Konflikt, ideologischer Konflikt auf dem Weg zur friedlichen Lösung. Das ging halt auch erst, nachdem Fidel Castro nicht mehr an der Macht war, sondern seinen Bruder übernommen hat. Und der auch sich so weit gefestigt hat, dass er sich diese innenpolitische Offensive in Kuba erlauben kann, mit den Amerikanern zur Verständigung zu kommen. Also Außenpolitik, gerade Erfolge in der Außenpolitik, sind immer darauf angewiesen, dass man auch Partner hat. Das hängt nicht nur vom eigenen guten Willen ab. Aber da wird es problematisch, gerade wenn wir in den Irak schauen, was da passiert ist mit dem Abzug der US-Militärs. Kann man lange sagen, die Amerikaner brauchen Partner auf der Welt, aber sie waren nun mal die Macht, die sozusagen dieses Land wie auch immer schrecklich stabilisiert hat. Der andere große Bereich ist natürlich Syrien, wo Obama, da macht er ja auch keinen Hehl draus, natürlich auch keine Lösung hat. Kann ihm auch niemand vorwerfen. Wer soll da eine Lösung haben? Aber trotzdem sind wir da in einem Vakuum, jetzt nehme ich mal die große geopolitische Perspektive ein, wo das natürlich in der Tat fraglich ist, wie weit Obama, die Obama-Politik mit dieser diplomatischen Schwerpunktsetzung, die ich natürlich absolut richtig finde, aber wie weit man da kommt, wenn auf der anderen Seite Partner sind, wie die Europäische Union, mit keiner einheitlichen militärischen, außenpolitischen Strategie, wo da einfach die Sparring-Partner sind, die so eine diplomatisch konzentrierte Politik wirklich eigentlich erst ermöglichen würden. Nun sind wir hierzulande und vielleicht auch in Europa nicht immer begeistert, wenn die USA eine Führungsrolle annehmen. Ich sage nur das Stichwort NSA. Ich sage aber auch die Haltung zur Nichtlösung der Europäer der Griechenland-Krise.
Wollen wir, dass die USA wieder verstärkt auf der Weltbühne agieren? Nein, ich finde gerade, also ich finde ja interessant, dass wir über amerikanische Außenpolitik sprechen und das Wort Russland überhaupt nicht vorkommt. Mhm. Ich glaube, dass da Obama einen außerordentlich klugen Weg gewählt hat, indem er gesagt hat, der Ukraine-Russland-Konflikt ist ein europäischer Konflikt, also ihr Europäer, löst den bitte. Und er hat damit in Angela Merkel eine Partnerin, mit der, glaube ich, keine große innige Freundschaft besteht. Aber das sind zwei Politiker, die einander schon ein ganzes Stück weit vertrauen, die sich ja auch ganz recht ähnlich sind in ihrer Art, Politik zu machen. Das, finde ich, ist ein Beispiel für kluge Führungspolitik einer Weltmacht, zu sagen, in dem Punkt, da mischen wir uns jetzt mal nicht so direkt ein. Wir haben da Partner, auf die wir uns verlassen können, und die sollen das mal regeln. Das finde ich klug. Jetzt, bevor wir die Außenpolitik noch weiter vertiefen, möchte ich doch eine Kurve unelegant jetzt zu den Republikanern machen. Also wir haben von den Projekten erzählt. Spielen bei der Außenpolitik auch durchaus eine Rolle. Ne? wir haben über Innen- und Außenpolitik Obamas gesprochen und dass es Projekte gibt bis zur Wahl. Der Vorwahlkampf hat begonnen. Die Republikaner haben ihre möglichen Interessenten, nenne ich sie mal, jetzt in einen ersten Schlagabtausch vorgestellt. Und da möchte ich Ihnen gerne einen nennen, der offensichtlich, zumindest für die Medien und für die Unterhaltungsindustrie, hätte ich was gesagt, eine Rolle spielt. Und bitte, den hören wir uns jetzt mal an. I don't frankly have time for total political. Ich habe keine Zeit für völlige politische Korrektheit, und dieses Land hat dafür auch keine Zeit. Dieses Land ist in großen Schwierigkeiten. So, mit solchen Sprüchen, es gibt noch heftigere, hat Donald Trump, das ist ein Multimilliardär, glaube ich, er ist ja so rechts außen, rechts von Genghis Khan, sage ich dazu immer, und er ist vor allen Dingen ein sehr individueller Mensch, und er erschreckt die Republikaner. Kann mir jemand mal erklären, warum? Naja. Herr Kirschbaum, nein, ich gucke jetzt mal den Amerikaner an. Ja, der trifft irgendwie einen Nerv mit dieser Gejammer gegen Political Correctheit. Viele Amerikaner fühlen sich gebunden davon, und er befreit ein bisschen, aber er geht so weit über die Linie. Das haben wir jetzt gesehen mit seinen sehr hässlichen Kommentaren gegen eine Journalistin, die ihn harte Frage gestellt hat. Und ich glaube, er manövriert sich langsam ins Abseits. Ich glaube, die Demokraten können hoffen, er bleibt so lange dabei wie möglich. Ich glaube, Fox TV, die 24 Millionen Zuschauer hatte für diese Debatte, die hoffen auch, dass er lange dabei bleibt, weil er bringt super Quoten für Fox. Aber ich glaube, die anderen Republikaner, ist es ihm langsam peinlich, dass er dabei ist. Mhm. Trotzdem ist er ziemlich oben in der Umfrage. Und ich weiß nicht, ob das sagt was über Trump oder über die Amerikaner, aber es ist eine spannende Frage. Warum ist er so populär? Na, das sagt vor allem was über den Zeitpunkt im Rennen aus. Wir sind jetzt noch 15 Monate vor der Präsidentschaftswahl. Wir hatten genau dasselbe Phänomen vor 4 Jahren. Damals war Donald Trump zwar kein offizieller Kandidat, aber auch er hat damals von April bis in den Sommer hinein die Schlagzeilen beherrscht mit eben genauso provokativen Äußerungen. Den muss man sich nicht merken. Er selber genießt das, solange er die Öffentlichkeit hat, weil er eine wahnsinnige Ego-Natur ist und gerne die erste Geige spielen möchte. Aber er kann ja nicht gegen einen einzigen Demokraten gewinnen in den direkten Auseinandersetzungen, wenn man sie in Umfragen gegeneinander stellt. Und er ist auch für die Republikanische Partei, also für die Masse der Republikanischen Partei, nicht wählbar. Deswegen ist er jetzt sozusagen in der verrückten Zeit, wo die meisten sich noch gar nicht dafür interessieren und sozusagen nur die Leute, die sehr harte politische Ansichten haben, das überhaupt verfolgen. Da hat er eine Chance, da führt er die Umfragen an. In 4 bis 6 Monaten wird Donald Trump nicht mehr oben stehen im republikanischen Feld und möglicherweise auch aus dem Rennen ausgeschieden sein. Vielleicht bleiben wir dann auch nicht bei ihm und sagen, okay, das ist jetzt die clowneske Phase des Wahlkampfes. Wem räumen Sie denn Chancen ein? Ganz kurz. Jeb Bush, glaube ich. Hillary Clinton hat am meisten Respekt vor Bush als der mögliche Kandidat. Rubio hat jetzt gut gemacht jetzt in den ersten Debatt, der könnte wichtig werden. Und Scott Walker aus Wisconsin, der gegen die Gewerkschaften so polemiert, das sind die... Einer fehlt noch, John Kasich aus Ohio. Ohio ist ein entscheidender Swing State. Und das ist der moderate Republikaner im Rennen, der sozusagen das, was man in Amerika compassionate
Konservatism also nennt, also jemand, der mitfühlend ist, der sagt zum Beispiel zur Homo-Ehe, die Homo-Ehe, alle Republikaner lehnen sie natürlich ab. Mhm. Aber John Kasich ist der Einzige, der sich hingestellt hat, gesagt, das hat das Verfassungsgericht entschieden, das ist jetzt the law of the land, das haben wir zu respektieren, auch wenn es uns nicht gefällt. Mit solchen Sprüchen gewinnt man nicht unbedingt die ganz große Mehrheit der Unterstützung in der eigenen Partei. Mhm. Aber für die Hauptwahl positioniert er sich als jemand, der auch für die Mitte wählbar ist. Deswegen, den sollte man nicht vergessen. Ich würde auch immer noch sagen, wahrscheinlich Jeb Bush hat noch ein bisschen bessere Chancen, aber Leute wie Kasich aus Ohio sollten wir auf dem Merkzettel haben. Aber ein Aspekt noch zur Außenpolitik, das finde ich schon wichtig. In den Primaries müssen natürlich die Republikaner immer extremere Positionen verfolgen, weil die Leute, die die Kandidaten dann wählen, eben auch rechter sind, sage ich jetzt mal verkürzt. Und da, wenn wir jetzt uns mit der Thematik Außenpolitik beschäftigen, ist es natürlich nicht nur irgendwie eine Clownerei, weil das ja schon so ist, die Positionen, die die Kandidaten jetzt besetzen, da kommen sie natürlich nicht mehr hundertprozentig hinter zurück. Deswegen, klar, den Donald Trump, den kann man, glaube ich, zur Seite legen. Aber die Sprüche, die jetzt bei diesen 17 Nasen da gefallen sind, zum Teil, die fand ich schon sehr erschreckend, was Iran anbelangt, was Irak anbelangt, was Syrien anbelangt. Also ich war da schon sehr beunruhigt und es geht weit über Trump hinaus. Ja, und dann Ich werde jetzt einfach hier eine kleine Wette annehmen. Wird es Hillary schaffen, ja oder nein? Ja oder nein, ganz kurz? Ja. Nein. Nein. Ich glaube schon, ja. Okay, 2-2 mit einem Glaub schon. Die Spaltung der Gesellschaft, das war eigentlich das Thema, womit Barack Obama angetreten ist. Wir haben hier festgestellt, es gibt zu jedem Erfolg oder jedem Versprechen, was er halbwegs eingelöst hat, auch immer eine Kehrseite. Wir erinnern an Guantanamo. Wir haben auch kritisch auf die Außenpolitik geschaut, aber er scheint doch der Präsident jetzt zu werden, den er eigentlich sein wollte beim Amtsantritt. Und deswegen werden die nächsten anderthalb Jahre sehr spannend, noch auf Amerika zu schauen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sind am Ende der Sendung. Jetzt gleich im Anschluss können Sie das Europa-Magazin sehen. Da geht es unter anderem sehr spannend über einen Film, wie Asylsuchende in der Schweiz untergebracht werden. Da gibt es eine höchst umstrittene Lösung. Aber wenn Sie Lust haben, bei uns zu bleiben, wir diskutieren hier nämlich weiter mit Ihnen. Bleiben Sie bei uns. Auf Phoenix gibt es Presseclub Nachgefragt. WDR 5 im Radio können Sie es auch miterleben. Ich danke für Ihr Interesse. USA, super spannend. Das ist bestimmt nicht der letzte Presseclub in diesem Jahr zu diesem Thema. Und tschüss. Ja, hallo, wir sind jetzt wieder zusammen. Hallo bei Phoenix, hallo auf WDR 5. Unsere Sendung heißt Neuer Schwung, wie Obama die USA auf Kurs bringt. Und ich habe hier schon sehr viele Fragen. Herr Krugmann aus Köln, bitte. Ja, schönen guten Tag. Die Aussage von Frau Pohl hat mich etwas irritiert und nicht erst seit heute, sondern seit 5,5 Jahren. Ich würde mir eine Verdeutlichung der Probleme der Durchsetzung des Präsidenten gegenüber des Repräsentantenhauses eben wünschen. Das heißt, es wurde einerseits gesagt, dass das Ansinnen von Herrn Obama, Guantanamo zu schließen, er sich da nicht durchsetzen konnte. Gelegentlich konnte man dann hören, dass eben das Repräsentantenhaus, wo damals schon die Republikaner noch nicht die Mehrheit hatten, soweit ich mich erinnern kann, das nicht ermöglicht hatten, sodass also dann auch der Eindruck entstand, denke ich mal, in der Mehrheit, dass die Möglichkeit des Präsidenten auch diesbezüglich und anderer Themen eben nicht möglich war, sodass also ein negativer Anstrich des Präsidenten dann auch in der deutschen Öffentlichkeit erfolgt ist. Herr Krugmann, ja, genau. Sie wollen wissen, was der Präsident entscheiden konnte und was nicht. Und das wollen Sie von Frau Pohl wissen. Ja, zum Beispiel. Ja, Herr Krugmann, er hatte Möglichkeiten, das habe ich ja auch versucht auszuführen, aber das haben wir jetzt, glaube ich, hier auch ganz gut rausgearbeitet. Der Präsident ist kein Diktator, der muss natürlich mit den Mehrheiten in den Häusern agieren und nur weil seine Partei eine Mehrheit hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er sozusagen für seine inhaltlichen Anliegen die Mehrheiten bekommt. Ich glaube, dass er Guantanamo geschlossen hätte, wenn es ihm möglich gewesen wäre, aber er hat die Mehrheiten innerhalb seiner eigenen Partei und natürlich auch bei der Gegenpartei nicht finden können. Und deswegen
müssen wir hoffen, dass es ihm in den verbleibenden 16 Monaten noch gelingt. Und Herr von Marschall hat ja auch erklärt, dass sozusagen hinter den Kulissen dadurch einiges auch passiert ist. Nur schnell zwei Stichworte. Es gab halt in diesem Jahr, in dem das angestanden hätte, zwei versuchte Terroranschläge. Das war der sogenannte Weihnachtsbomber, der in dem Flugzeug von Amsterdam nach Detroit saß. Und mit reinem Glück ist die Bombe nicht explodiert. Und wir hatten noch einen versuchten Anschlag auf dem Times Square in New York mit einem explosiven Laster. Auch nicht explodiert. Das hat die Stimmung gesetzt, warum die meisten gesagt haben, wir können jetzt nicht weich gegenüber Terrorverdächtigen in Guantanamo sein. Und niemand wollte die Inhaftierten aufnehmen. Ja. Also ja, das haben sie ausgeführt, auch in Deutschland und Europa. Also auf jeden Fall nicht in dem Ausmaße, wie es nötig gewesen wäre. Also nicht so plakativ, wie man denkt. Ne? Mal schnell hopp zumachen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Herr Wegmann. Herr Wegmann aus Köln. Ja, schönen guten Tag. Ich habe folgende Frage. Obama ist ja gestartet, selber ausgesprochen, als pazifischer Präsident und hat das ja wirtschaftspolitisch und auch politisch weitgehend durchgezogen. Frage, hat er denn gar kein Interesse mehr an Europa? Die Putin-Frage hatte der Herr Schmale ja schon so quasi beantwortet. Aber im Bereich zum Beispiel mit Griechenland und auch das gesamte Klima in Europa habe ich den Eindruck, dass Europa jetzt bei ihm bestenfalls noch auf der zweiten Position ist. Das ist meine Frage. Ich würde sie gerne geben an Herrn von Marschall. Bitte. Also Barack Obama ist eigentlich mit diesem erklärten Ziel, so haben wir es wahrgenommen, er sei der pazifische Präsident, in seine Präsidentschaft gestartet. Tatsächlich bereist hat er Europa. Er war zweimal in Europa, bevor er das erste Mal nach Asien gefahren ist. Er hat dann aber die Erfahrung gemacht, und Amerikaner denken halt sehr pragmatisch in der Weltpolitik. Wer kann was erledigen? Wer kann uns helfen? Wer kann uns Aufgaben abnehmen? Und ein sehr uneiniges Europa, das ihm keine große Hilfe war bei der Lösung internationaler Krisen, das hat er dann eben irgendwann auch nicht mehr so hofiert und ist zum Beispiel zu dem USA-EU-Gipfel nicht gekommen, als sich Madrid und Brüssel gestritten haben, wo der überhaupt stattfinden soll. In der Griechenland-Krise hat er aber auch eine Rolle gespielt. Mhm. Der hat vor allem hinter der Kulisse ziemlich viel Druck auf Deutschland gemacht, Griechenland kulanter zu sein und an das große Ganze zu denken. Der hat schon seine Rolle gespielt, vielleicht nicht so öffentlich, aber es war schon da. Mhm. Hat er auch meine Frage an Sie angesprochen, den Schuldenschnitt? Ja, klar. Ja, das Austerity findet er blöd. Er findet das in den USA mag er nicht. Und man sollte ein bisschen mehr kulant sein mit Griechenland. Griechenland hat so viel wirtschaftliche Leistung wie Dallas-Fort Worth. Ja? Das ist so ein ganz kleiner wirtschaftlicher Teil, Europa so lahmlegen könnte. Es ist ganz schlecht für USA, wenn ganz Europa lahmgelegt wird durch so ein kleiner. Und er hat ein bisschen gedrängelt, lass locker mit Griechenland. Mhm. Herr Ment aus Berlin. Herr Ment, bitte. Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage. Also wenn jetzt die Zeit von Obama jetzt geht, im Falle von des Wahlgewinnes eines republikanischen Kandidaten, wie würde sich die Sicherheitslage in Europa sich verändern? Ich beziehe mich insbesondere auf baltische Staaten, Polen, Slowakei, Rumänien. Verstanden. Und dann die gesamte Runde. Mhm. Bitte, die Runde. Wer möchte antworten? Ich glaube, gerade in der Frage würde ein republikanischer Präsident nichts anders machen, als es die jetzige amerikanische Regierung im Zusammenhang mit der NATO betrieben hat. Das ist ja doch eine relativ klare, demonstrative Haltung, die NATO da eingenommen hat, von den Amerikanern angeführt und unterstützt. Also da würde ich jetzt keine großen Änderungen erwarten. Mhm. Herr Habermann aus Frankfurt, Sie sprechen das Stichwort NSA an. Ja, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also ich wollte ja nur mal zu bedenken geben, es gibt ja zwei Dinge. Erstens entscheidet sich nach meiner Erfahrung die Wahl nicht nach der Außen-, sondern im großen Teil nach der Innenpolitik. Und zweitens ist ja sehr bemerkenswert, dass der Kongress gewählt wird und dann wird er ja wohl in der Halbzeit nochmal zur Hälfte gewählt und der Präsident auch direkt gewählt. Und das macht wahrscheinlich die Schwierigkeiten aus, da politische Entscheidungen zu machen. Aber ich will mal zur Außenpolitik kommen, weil ich die Innenpolitik nicht so einschätze, würde ich sagen, Obama hat für mich 2-1 liegt er vorne. Warum zwei positive Sachen?
Und die halte ich für nachhaltig. Aber kommen Sie bitte auch zu Ihrer Frage, damit andere auch noch drankommen. Und zwar die Nahostpolitik, der Vertrag mit Teheran, dass das also wahrscheinlich für die ganze Nahostpolitik positive Auswirkungen hat, wenn es klappt. Und für Süd- und Mittelamerika die Aussöhnung mit Kuba. Und das Negative ist die NSA-Affäre, nämlich diese Spionage. Das ist wirklich eine ganz negative und da müsste ja irgendwie eine Änderung kommen. Und da würde ich dann Sie gerne mal bitten, wie Sie denn das so beurteilen. Gerade diese Spionage-Affäre ist ja nun bei weitem nicht geklärt. Frau Pohl. Interessant ist, dass es dadurch durchaus ja auch kritische Stimmen im eigenen Land gibt, seitdem bekannt wurde, in welchem Ausmaß die Geheimdienste eben auch die US-amerikanischen Bürgerinnen und Bürger ausspionieren, also dass da kritischer hingeguckt wird. Aber ich halte das für eine absolute Illusion zu glauben, dass die Vereinigten Staaten sich jemals auch nur im Entferntesten darauf einlassen würden, nicht mehr die Informationen abzugreifen, die sie für richtig erachten. Halte ich das für richtig? Nein. Ich finde, das ist sich an Spielregeln nicht gehalten worden, zumindest nach dem, was wir wissen. Aber manche Forderungen, die aus Deutschland erhoben werden, sind mindestens genauso naiv, weil wir wissen alle auch, dass wir zum Teil natürlich auch auf die Informationen angewiesen sind, die US-amerikanische Dienste, britische oder auch französische Dienste den deutschen Diensten zur Verfügung stellen. Aber um die Frage noch mal kompakt zu beantworten, ich glaube, dass sich da seitens der Amerikaner nur sehr, sehr marginal was verändern wird. Herr Bartels bitte. Herr Bartels, ja, guten Tag an die Runde. Ich hätte eine wirtschaftliche Frage. Die USA steuern ja einen ganz anderen Kurs als Deutschland. Unser Finanzminister steuert eine schwarze Null an. Und USA, habe ich gestern von Volker Pippers gehört, in YouTube, haben über Jahre hinaus eine Verschuldung von 700 Milliarden pro Jahr im Schnitt. Wenn das stimmt, dann ist der wirtschaftliche Aufschwung in den USA ja mit sehr viel Schulden bezahlt und kein Verdienst von irgendeinem Obama oder sonst einem. Stimmt diese Zahl? Das ist meine wichtige Frage an die Runde, ob die jemand beantworten kann. USA Verschuldung pro Jahr 700 Milliarden Dollar. Also die absoluten Zahlen stimmen erstens nicht und sind zweitens keine gute Größe. Sie müssen das immer in Relation zum Bruttosozialprodukt sehen. Und Amerika ist mit etwas über 100% seines Bruttosozialprodukts verschuldet, wenn man es ehrlich rechnet. Die Amerikaner haben eine etwas andere Zählweise, deswegen kommen sie nur auf so 75-78%. Aber real sind sie ungefähr so hoch verschuldet wie die Bundesrepublik, wenn man alle Schattenhaushalte wegen der Einheit mit einbezieht. Der Unterschied zu Griechenland oder Italien ist eben, dass man den Amerikanern zutraut, dass sie diese Schulden zurückzahlen können. Und insgesamt hat die Verschuldung nach der Finanzkrise in den USA erstmal stark zugenommen, aber in den letzten Jahren hat sie wegen der Blockade im Kongress, weil man sich nicht auf lauter neue Ausgaben einigen konnte, deswegen hat die Zunahme der Verschuldung ist nicht so weitergewachsen, sondern ist wieder leicht runtergegangen. Amerika ist auch aus meiner Sicht zu hoch verschuldet, aber es ist nicht so gefährlich hoch verschuldet wie Griechenland oder andere europäische Krisenstaaten. Aus Hannover hat sich Herr Gödecke gemeldet. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Meine Frage wäre an die Herrschaften, was Sie glauben, wer der Herausforderer von Frau Hillary Clinton nächstes Jahr bei der Wahl in der USA sein wird, ob es Jeb Bush sein wird oder ob es doch Donald Trump sein wird. Ich denke, die Amerikaner lieben Showtime und ein Donald Trump ist ein Showtyp und er hat sehr viel Geld und auch Wahlen kann man mit viel Geld gewinnen. Und jetzt frage ich an die Runde, was die Runde glaubt, ob es Donald Trump sein wird, der Hillary Clinton herausfordert oder ob es doch die dritte Generation von den Bush Herrschaften aus Texas sind. Zwei Namen, eine Antwort von Herrn Schmale. Also Trump wird es mit Gewissheit nicht werden. Ich glaube, das ist klar. Wir sprachen da ja auch schon in der Runde vorher drüber, dass das einfach ein Ausschlag ist, der zurzeit sehr populär ist, weil er auch sehr populistisch auftritt. In dieser Phase des Wahlkampfes aber am Ende das nicht sein wird. Jeb Bush ist ein sehr wahrscheinlicher Kandidat. Ob er es wirklich werden wird, das, glaube ich, vermögen auch wir in dieser Runde hier nicht zu klären und zu sagen. Aber klar, spielt er eine ganz wesentliche Rolle. Ein Wort zu den Republikanern, wenn ich sagen darf. Paul Krugman, New York Times, linke Kolumnist, hat geschrieben diese Woche,
Die Republikaner Partei ist dabei, to come off the rails. Also die Partei ist dabei, sich wirklich selber zu zerlegen. Genau, die sind irgendwie so verrückt geworden. Die haben so extreme Positionen und so viele Sachen. Deswegen, ich würde gar keine Prognose wagen. Das sind 17 Kandidaten. Ja, ja. Stellen wir uns vor, die SPD hätte 17 Kandidaten gegen Merkel. Das ist eine Partei, die Republikaner. Aber das zeigt, 17 Kandidaten zeigt, wie uneinig die Republikaner sind. Wenn die das auf die Reihe kriegen in 15 Monaten gegen die Democrats, eine Kandidat zu einigen, das wäre ein kleiner Wunder. Aber momentan, all bets are off mit den Republikanern. Ich würde gar kein Geld wetten, auf wer die republikanische Kandidat wird und ob die gewinnen könnte. Gut, das ist ja auch noch ein bisschen früh. Was ich faszinierend finde, trotz alledem, weil Sie gerade die SPD erwähnen, das wäre ja schon auch mal ganz schick, alle möglichen Kanzlerkandidaten der SPD mal auf einmal in einer Talkrunde zu sehen. Das wäre schon sehr reizvoll. Bei der CDU wäre das einfach, ne? So, Ines von Weitershausen aus Bornheim. Frau von Weitershausen, Ihre Frage. Ja, guten Tag. Vielen Dank für die sehr interessante Runde. Meine Frage richtet sich vor allen Dingen an Herrn von Marschall, der sich ja im Bereich der amerikanischen Außenpolitik sehr gut auskennt. Und zwar wäre sie, inwiefern das Iran-Abkommen nicht auch oder sogar vordringlich als ein Weg zu verstehen ist, ISIS im Irak und in Syrien zu bekämpfen und gleichzeitig die Beziehungen zu Saudi-Arabien zu festigen oder überhaupt eine Kooperation mit Saudi-Arabien zu ermöglichen. Vielen Dank. Sie haben sehr interessante Stichworte genannt. Also dieses Iran-Abkommen hat das Potenzial, die gesamte Außenpolitik im Mittleren und Nahen Osten zu verändern. Das sehen Sie schon daran, wer gegen dieses Iran-Abkommen ist, nämlich Israel und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ein erklärter Gegner der Einigung zwischen den USA und Teheran. Insofern werden sich da die Beziehungen verschieben. Natürlich hat es auch Auswirkungen auf den Kampf zwischen Sunniten und den einzelnen Splittergruppen. Sie wissen ja, dass der Iran schiitisch ist und sowieso ein Gegner sunnitischer Terroristen ist. Die werden, wenn überhaupt, ihre eigenen Terrorgruppen, schiitische, unterstützen. Aber das hofft man ja mit dem Iran-Abkommen auch etwas zu dezimieren, dass also weniger Terrorunterstützung aus dem Iran kommt. Aber ja, dieses Iran-Abkommen hat das Potenzial, das ganze Beziehungsgeflecht im Nahen und Mittleren Osten zu verändern. Ob das dann besser und ruhiger wird, ist eine andere Frage. Aber jedenfalls bricht es erstmal diese Blockaden auf, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Und Frau von Bochberg aus München, Sie haben eine ähnliche Frage. Richtet sich an Herrn von Marschall. Muss ganz kurz sein, die Sendezeit läuft ab. Die vielen Flüchtlinge, tausend von Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrinken, sind meiner Ansicht nach auch verschuldet von der amerikanischen Politik. Und ich möchte wissen, wieso Frau Merkel und auch Monsieur Hollande nichts unternehmen, um die Amerikaner dazu zu bringen, da sich an der Hilfe für diese Flüchtlinge zu beteiligen. Haben wir verstanden, jetzt muss er antworten können. Also ich glaube, die Amerikaner haben genügend mit eigenen Flüchtlingsproblemen zu tun und nehmen große Mengen von Einwanderern auf, sowohl solchen aus Menschenrechtsgründen als auch die aus Kriegsgebieten fliehen. Und da sehe ich keinen direkten Zusammenhang, dass die Amerikaner uns sozusagen unsere europäische Flüchtlingsproblematik abnehmen werden. Ja, vielen Dank an die Runde. Das war spannend. Unser Thema hieß Neuer Schwung, wie Obama die USA auf Kurs bringt. Wir schauen uns das an, was er in den nächsten anderthalb Jahren da treibt. Danke für Ihr Interesse. Es war klasse, hier im Presseclub zu sein mit diesen tollen Gästen. Tschüss, haben Sie einen schönen Sonntag.